Nicht unbedingt auf den Sturm angepasst anlegen. Der würde ich vermutlich einfach wegdrücken. Der ist kann ja nicht einfach, in die. es ist einfach schön, weil er ist ein pervertierter Elementar und kein Dämon. Aha. Von daher, das ist mir gerade herzlich egal. So, er wird auch nicht zaubern oder sowas. Und dann läuft er einfach auf euch zu. Initiative bitte. Meine Ini Von geht allen leider oder nur gerade denen, die nicht. gerade mit dem Knecht beschäftigt sind? Einfach ein W6. Aber ihr habt doch Pferde-Ini, oder nicht? Ja, ihr habt Pferde-Ini. Genau, ihr sitzt ja auf Gehirn. Boltax nicht. Ach so, Nein. ja. Gut. Ich meine, Raphim auch nicht mehr, der war ja abgestiegen, oder? Ja. Aber ich glaube, wir müssen auch keine Ini machen, oder? Nur die drei. Also wenn ihr irgendwann noch eingreifen wollt, könnt ihr das gerne tun. Ansonsten, ja, meldet euch, wenn ihr auf den Kampf zureiten wollt, wenn ihr seht, dass es kritisch wird. Kriegen wir es denn mit? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich bin sehr damit beschäftigt, Hexen zu Ja, dann du, wenn du irgendwann eingreifen willst und wenn es halt nach 5 Kampfrunden ist, dann greif halt nach 5 Kampfrunden. Nein, ansonsten sind es gleich 3 Charaktere weniger. Wir fangen mit der niedrigsten Initiative an. Ich glaube, Abel, mir sitzt immer noch auf dem Pferd. Selbstzucht, ja. mir das passendste. Boltax hat die 14. Boltax, du musst anfangen. Ja. Nö, ich kann weg vor dem. Ja, wie gesagt, also wir gehen einfach mal davon aus. So, du bist auch vorne. Iserun ist da. Abel Mir ist da. Du bist gerade angekommen. Bist gerade angekommen und zum Stehen gekommen. Nächste Runde, also jetzt erreicht der Rosenknecht mit einem Sprint den Gardianum gleich. Okay. Das sind ungefähr 50 Meter Entfernung. Ne? Ich bin jetzt zu Fuß, deswegen habe ich gerade nachgeguckt. So, 3, 2, Ja, ich renne 1. weiter. Du bist angekommen. Ja, ich renne trotzdem in die entgegengesetzte Richtung von dem Rosenknecht. Dann rennst du an dir vorbei. Ja. Um ein Stück Distanz zwischen mich und den zu bringen. In der Hoffnung, dass Ja, in der dieser Hoffnung, dass Hund. ich weit genug dann entfernt bin, um nochmal was zu zaubern. Gut. Dann rennt er auf euch zu. Wie lange würden wir etwa noch Zeit haben, Du bis er kannst bei uns ist? vorziehen, aber sonst kommt er jetzt an. Ja gut, dann kommt er halt jetzt an. Ja, dann kommt er jetzt an. Er ist da, auf der 18. Dann seid ihr dran mit eurer Pferde-Ini. Ich guck gerade mal, wer hatte die tiefere von euch? Ihr hattet reiten, jetzt nicht gewürfelt. Ich Wir hab gehen einfach gewürfelt. mal von Abelmir aus. Ich würde mein Flammschwert aktivieren. Eine Aktion? Eine Aktion, genau. Ritual-Kindesprobe. Flammschwert. Gelungen. Nächste Aktion? Ich würde ein Stück zurückreiten. Anlauf holen. Taktischer Rückzug. Aktion Position, dann kannst du dich, ja, Geschwindigkeit des Pferdes und Also einen nicht kleinen Bogenschlag, wie auch immer 10 ihr oder nennen so? willst. Keine Ja, Ahnung. dann Das fünf, Pferd hat 12. 12. Kann sich 12 Meter in die Richtung bewegen. Iserun. Einen Zauber fallen zu lassen, war das eine freie Aktion? Ja. Wenn du Zauberkontrolle hast. Ja, habe ich natürlich. Dann würde ich meinen Gardianum mit einer freien Aktion fallen lassen und einen persönlichen Gardianum gegen Dämonen hochziehen. Innerhalb von am besten einer Aktion. Mal gucken, wie viel das wäre. So, der dauert ja auch nur 2 Aktionen, von daher ist das auch gar nicht so dramatisch. Das wird mich dann 5 ZFP kosten, also eigentlich eine Erschwernis von 3 und dann nochmal 8. Okay. Kostet dich eine So. Aktion, hat er gesagt, ne? Verkürzt. Ja, genau. Verkürzt persönlicher Dämonenschild. Genau. So, jetzt muss ich noch den Zauber finden. So. Ja, der soll mir gelingen. Ist nicht der superstärkste Guardianum, aber für ein Weilchen sollte er halten. Für Zorgan reicht's. So ist es. Ja, nächste Aktion. 3, Mit meiner 2, nächsten. 1, 0. Du tust nichts. Gardianum reicht. Dann ist die nächste Kampfrunde dran, Boltax. Ja, ich beginne zu zaubern. Und zwar stecke ich meine restlichen ASP, mal gucken, das sind ja nur noch 12, die ich habe, in einen Archophaxius, um mal zu gucken, wie der so auf dem
Rosenknecht wirkt und ich möchte den Archifaxius in der Zauberdauer halbieren, also in zwei Aktionen, also Ende der Runde, dann zum Zaubern kommen. So. Also er dauert wie viele Kampf, wie viele Aktionen? Normalerweise vier Aktionen, ja. Jetzt mit halbiert zwei Aktionen. Das heißt, am Ende der Runde würdest du ihn loslösen, gut. Genau, du hast immer noch die Aggressivität des Rosenjins, das heißt, er läuft einfach an Isoron vorbei und steht vor dir. Okay, gut. Shit. Ha, lade mal gucken. Ja, ich hab angefangen zu zaubern. Ich würfel's dann aus, wenn es soweit ist. Ja, ist jetzt gleich soweit. Also kannst du ihm jetzt schon mal reindrücken. Wie gesagt, er ist zwei Aktionen nochmal gesprintet. Steht jetzt vor dir. Ist jetzt im Kampf. Dann schauen wir mal. Quatsch! Ich hab falsch eingetragen. Ich hab nicht Minus, sondern Plus hätte ich machen müssen. Also war nicht erleichtert, sondern erschwert. Ja, egal, mit dem Wurf trotzdem. Also nicht die 17, sondern nur noch. Minus 6, also nur eine 11. Genau, nur eine 11 übrig. So 10 Punkte, die effektiv rüberkommen. Genau. Wie viele Würfel hast du gesagt? 2. 2? Ja, ich hab nur noch 12 ASP, also. Ja, auch rein. Ja. Dann muss es dein Dolch richten. Dann machst du wie viel Schaden? 8? Ja, 12. Plus wegen den THP-Sternchen. Achso, 8 plus eben die entsprechenden 10. Also. Ja, du kannst ja nur maximal deine. Ja, ja, genau. Also die vollen, die letzten ASP, die du hast, kannst du reinschwungen, sind 12 und die werden tatsächlich auch verdoppelt, sind 24 Schaden. So, geil. 24 und 17. Na gut, 180, das dauert noch ein bisschen. Ja, ich weiß nicht. Erleidet der Angriff zum Niederwerfen, funktioniert das? Also, weil es der elementare Sekundarschaden ist. Ich meine, es steht nirgendwo, dass große Gegner nicht niedergeworfen werden können und er hat keine Paraphysikalität 1 oder 2. Also, ich würde denken, ja. Er pariert nur geweihte Waffen. Obwohl auch andere Waffen verletzt werden. Ja gut, dann ist er niedergeworfen. Passt. Schön. Also er brennt auch noch weiter, aber das stört ihn wohl nicht. Aber ja, gut, okay. Er liegt ja, ich kann ja jetzt an ihm vorbeireiten und drauf schlagen. Muss ich für eine Reiterbreitenprobe würfeln oder gelingt mir das? Willst du einfach nur eine Aktion Position machen? Das würde ich will gehen. Dann nicht vorbeireiten, wenn er jetzt schon liegt und nach ihm schlagen. Ja, dann alles klar. Machst du eine Aktion Position, reitest du an ihm vorbei und kannst ihn dann mal schlagen. Dann versuche ich mit ihm meinem Flammensäbel. Kann er sich noch wehren? Er hat keine Lust, er hat 180 Lebenspunkte, er muss nicht parieren. Gut, dann bekommt er jetzt ein W plus 9. 13 Schadenspunkte. Trefferpunkte. Das war eine Geweihte von. Das ist ein Flammensäbel. Ich habe die 10 ZFP. Die 10 ZFP kann ich in Trefferpunkte oder Erhöhung einsetzen. 5. Der Flammensäbel hat einen Grundschaden von 1W plus 4, plus 5 sind 1W plus 9. Also, das war mal dein Magierstab und der ist nicht Reihe genau. Geweiht. Gut. Genau. Dann machst du 13 Schadenspunkte. Genau. Nimmt er. Isoron. Ja, eigentlich wollte ich schon letzte Runde machen. Ich glaube, das ist ein bisschen untergegangen. Ich aktiviere auch mein Flammenschwert. Das mache ich mit meiner ersten Aktion. Wie weit ist der Rosenknecht jetzt entfernt? Würde ich den noch in der gleichen Kampfrunde erreichen? Weil du auf dem Pferd bist, ja. Also Boltax ist ja an dir vorbeigesprintet mit seinen kleinen Stummelbeinchen. Und da kannst du natürlich nochmal die Entfernung zurücklegen. Das ist eine einfache Aktionposition. Ja, in dem Fall würde ich das so machen. Gut, Flammschwert aktivieren und neben ihn reiten. Passt. Genau. Und also mich so positionieren, dass ich vielleicht dazwischen bin. Mhm. Nächste Kampfrunde. Der Rosenjin zieht vor. Der Rosenjin steht auf. Ja, ich will noch irgendwann mal einwerfen. Sobald. Ja, ich muss gerade mal gucken, ob der sowas wie eine Gewandtheit hat. Hat er nicht. Er steht in. Ja, zwei Aktionen steht drauf. Ich würfel da jetzt keine Gewandtheitsprobe. Voltax. Ja, ich hau wieder ab. Ja, dann habe ich einen Passierschlag. So, lass mich mal gucken. Ich habe den ja eingetragen. Mann wieder. Oh, und Kultist, Skorpionschwester. Ich habe den nicht eingetragen.
Würfe gerade mal eine W20. 3, das sollte getroffen sein. Ja, damit trifft er mich. Ich habe 3er geweihte Rüstung an. Vielleicht hilft das was. Ja, er ist ja kein Belkelel-Dämon. Das ist das Problem. Ja, gut. Dann macht er. Er macht nur einen Schlag, er macht keinen Tritt. Das sind 3W6 plus 4. Nur. Sind nur 18. Rüstungs- ja. Trefferzone kannst du selber aussuchen. Na, ich werde mal davon ausgehen. Ich werde. Würfel mal. Ja. Du hast auch einen Trefferzonenwürfel, dann wird das gleich automatisch angezeigt. Achso, wo ist der denn? Ich glaube Bauch, oder? Beim Kampfreiter. Da, Kampf. Ausweichen, Fernkampfbasis, Attackebasis. Das ist ganz unten rechts so ein Ding, das dieses. Ach, das hier, ja, ich sehe es. Genau, wir haben da drauf. 16. Torso, dann kriegst du Brustwunden. So, okay. Du kriegst 18, wie gesagt, durch den ersten Schlag. Ja, Konstitution 15 plus Eisern, ich muss mir überlegen. Dann würdest du bei 17 die zweite kriegen. Sind auf jeden Fall 2 Wunden. 2 Wunden und 2W6 Zusatzschaden, wenn du keine Rüstung hast. Blö. Dann 2W6 bitte. Ja. Und du bist nicht wirklich geflohen, sondern wie gesagt, Schmerzen. Ja, definitiv. Der Djinn ist als nächstes dran, der Rosenknecht. Der hatte vorgezogen und ist aufgestanden. Abelmir. Ich würde einen Corpo Frigo auf den wirken. Jetzt werden die ganzen Elemente durchgezaubert. Ja, es ist ja schließlich ein, zwar ein Unelementar, aber immer noch ein Humus-Unelementar. Und deswegen hoffe ich, dass durch diesen Spruch er besonders hart getroffen wird. Corpo Frigo Kälteschock. Kalt und steif wie Stein und Stock. Zwei Aktionen, oder? Zwei Aktionen, genau. Das war die Frage, die ich jetzt haben wollte. Dann darfst du ihn einmal würfeln. Den Schmerzensschrei dürfen die anderen jetzt natürlich auch hören. Das ist jetzt nicht so, dass ich... Hat eine Reichweite von 7 Schritt übrigens, also. Ja, dann machst du wie viele Schadenspunkte beim Corpo Frigo? Also, er entzieht dem Lebewesen ZFP SPA. Also... ZFW SPA sind 8 Stück. Ja. Ja, warum steht da 32? Keine Ahnung. Das ist die Summe, die ist egal. Ach so. Ja, okay, wie auch immer. Ich habe alles, also 2 Punkte übrig, also ein Punkt übrig sozusagen, also 2 ZFPA, 2 ZFP Kampfrunden erleidet er 4 Punkte von Attacke Parade und Ausweichen, Gewandtheit, Fähigkeit, Körperkraft. Also AT minus 4. Genau. Okay. Ist jetzt die Frage beim Humuswesen, ob es doppelt so wirkt. Kälte empfiehlt dem Humuswesen, wirkt der Spruch mit doppelter Stärke, also ist ein Humuswesen. Also ist das Element von Humus, oder? Genau. Da nicht prinzipiell steht ja auch nämlich, nach Meisterentscheid können auch Humus-Elementar üblicherweise immun. Steht hier, komischerweise. Das macht ja keinen Sinn. Also auf alle Fälle doppelter Schaden, aber... Ach, gegen diese Form anfällig sein, ne? Entschuldigung. Anfällig, ja. Also genau, er bekommt doppelten Schaden, genau. Ja. 16 TP anstatt 8. Ich würfel schon mal. Es sind TP. Genau. Also SPA. Selbstbeherrschung ist jetzt gut. Ja. Plus 8. Oder, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe? Den Schaden über die Wunde erlitten. Also deine erste Wundschwelle ist bei 15, sind 16. 16,5 sind 8, plus Eisern sind 10. Ja. 8 Punkte drüber, genau. Genau. Dann so, ich falle in Ohnmacht. Wie ein kleines Baby am Boden und blutest aus. Wie viele Lebenspunkte hast du noch? Ich habe noch 10. Ach, das geht ja noch. Jo. Ja, wie gesagt, ein lauter Schrei von Boltax und die anderen können das wie gesagt hören, also Kiaras, Rafim und Yalan. Ja, ich würde mich mal in die Richtung vorkämpfen, aber da ich nicht auf einem Pferd sitze, werde ich vermutlich ein bisschen brauchen. Ich reite auch dahin. Kann ich mein Pferd so anpfeifen, dass es mir hinterherläuft? Nein, kannst du nicht, weil du dich noch nicht mit ihm beschäftigt hast. Scheiße. Dann ist nach Abelmirs Corpo Frigo Isarun. Ja, ich möchte mein Pferd quasi über Boltax stellen und mich dann vom Pferderücken gleiten lassen und dann den Rosenknecht angreifen. Ja, Aktion, Position, da will ich nichts wirklich haben. Kannst dich einfach runtergleiten lassen, kannst zweimal angreifen, wenn du willst. Coolio, erste Attacke mache ich einen Wuchtschlag plus 5.
und zweite dann nochmal. Die Entfernung waren 50 Schritt, auf der ihr ungefähr seid. Und das müsstet ihr jetzt natürlich mit euren Pferden machen. Ich gehe mal von 2 Kampfrunden aus. Mhm. Ja, dann muss ich ja auch aufsitzen, wenn mein Pferd mir hinterherläuft, sonst ist sie ja tot. Ja. Also brauche ich vermutlich 3. Ja, du kannst 2 oder 3 Kampfrunden, das kannst du dir aussuchen. Gut, das ist 2-mal Schaden, 1-mal 18, das ist Reiherschaden. Nein, das ist Flammenschwertschaden, also elementares Feuer. Also nur 18. Und ja, es sei denn, du sagst, die sind empfindlich dagegen. Gegen Feuer? Weil, ja, bei den Dornranken hattest du ja gesagt, sind sie's? Weiß jetzt nicht, wie das so, bei ja, diesem Rosenknecht sie, ist. Sie können Schaden davon kassieren, aber keinen doppelten. Kurioserweise ist Feuer nicht das Gegenelement von Humus. Genau. Deswegen hatte Abelmir hatte ja richtigerweise dann Eis gezaubert. Nächste Kampfrunde, der Humus-Djinn, der Rosenknecht. Boltax, du bist dran. Was willst du machen? Ja, ich bin ja ohnmächtig. Du liegst ohnmächtig, gut. Also für die entsprechende Anzahl an Kampfrunden bin ich jetzt erstmal. Du bist kampfunfähig, nicht ohnmächtig. Dann wäre es wichtig, dass die anderen beiden vorziehen. Ihr könnt erkennen, dass der Rosen-Djinn ihn treten möchte. Ja, dann ziehe ich vor. Ja. Aber Roller die Waldfee. Genau, ja, ich mach mal wieder einen Wuchtschlag. Mhm. Plus 5. Aber mir auch vorziehen. Ja, natürlich. Oder willst du warten, bis... Nein, ich will auch vorziehen, aber ich hab bloß warten, dass Idro jetzt was macht. Deswegen. Ja, genau, ist völlig okay. Dann kannst du auch schon mal deine Attacke würfeln. Parieren wird er, wie gesagt, Wuchtschlag nicht. Plus 5, wie gesagt. Wollen wir jetzt plus 7 eintragen? Okay, egal. So, Iserun macht einmal. Parieren wird er nicht, sagtest du? Nee, er pariert nicht. Okay, aber er greift an. Gut, dafür habe ich mir meine andere Aktion noch aufgespart. Er greift nicht dich an. Er greift. Aber auch wenn ich dazwischen gehe? Echt? Du kannst doch, du kannst gerne mit einer Überredenprobe, kannst du versuchen, das abzuspotten. Ja, würde ich zulassen. Wie viel Schaden hast du jetzt gemacht? 22. Das waren nur 22 einmal? Ja, das ist von einer Attacke. Okay. Ja, dann, wenn das... Was? Aber mir? Kann ich noch eine zweite Attacke machen vom Pferd? Ich ja, weiß klar. Nicht. Hau rein. Okay, dann probiere ich nochmal einen zweiten Wuchtschlag. Also jetzt um 10er Schwert. Die erste ist ja verkackt sozusagen. Wäre jetzt ein plus 10 sogar. Einen zweiten Wuchtschlag ansetzt. Oder? Plus 4 plus das Umgewandelte aus dem ersten. Ja. Warum macht er mal jemand plus 2 mehr? Ich verstehe gar nicht. Wie geht's doof? Eine Wunde eingetragen? Ja, die Wunde am Fuß. Achso, warum auch immer. Nur weil du eine Fußwunde hast. Behindert dich beim Kämpfen. Jegliche Wunden behindert dich beim Kämpfen. Auf dem Pferd? Jegliche Wunden behindern dich beim Kämpfen. Alles klar. Ja, nee, mit einem Punkt, er greift weiter Boltax an. Aber dann muss er ja erstmal um das Pferd herumkommen. Weil ich habe mich ja zwischen ihn und Boltax gestellt und okay. Das Pferd da drauf. Also der Schlag, auch Passierschlag kriegen, regeltechnisch kann er dich, also regeltechnisch ja, nein, er könnte jetzt auf HNS, also auf Stange, könnte er tatsächlich auch noch schlagen und treten. Ich gebe mal gnädigerweise erst dir den Tritt, beziehungsweise deinem Pferd den Tritt. Dann darfst du auch noch parieren. Ah, gut. Er versucht, Boltax zu treten, du behinderst ihn, bringst ihn so ein bisschen in Straucheln und er tritt dann an Boltax vorbei. Und Boltax entgeht den tödlichen 4W6 plus 3. Boah, das ist schon ordentlich. Nächste Kampfrunde. Die anderen sind weiter herangeritten. Wir müssen diese Runde ankommen, wenn wir letzte schon geritten sind. Boltax ist am Ende der letzten Kampfrunde ist er mit seinem Schrei zum Boden gegangen. Das heißt, ihr habt jetzt die Hälfte hinter euch. Okay, ja. Wir fangen an mit dem Rosenknecht, der möchte weiterhin Boltax treten. Ja, ich möchte gerne vorziehen. Dann hau rein. Ich gebe mir mal einen etwas besseren Wuchtschlag. Die plus 10. Boah, so ein mieser Würfelwurf. 21. Ja. Spiel machst du mit einem Angriff und jetzt lass einen miesen Wurf. Ja, willst du nochmal parieren? Willst du nochmal angreifen?
Ja, also ich würde halt schon gern parieren, einfach um Boltax zu schützen. Aber mir. Ich würde auch vorziehen. Plus? Normal zwei Attacken. Ich würde auch vorbeireiten. Hey, du mit deinem Zweier-Wuchtschlag, ne? Nee, du bist Kampfmagier. Ja, aber... Kein einmal Mut. Getroffen. Er ist Kampfmagier. Zweimal nicht Kampfmagier. Getroffen. Zweimal getroffen, zweimal Schaden. Hopp. IMW plus 9 wieder, wie immer. Einmal das. 10. Und hallo? Ja, ja, 3 plus 12, also bei der zweiten. 12. Also plus 9 wieder. Also insgesamt 12. Hm? Insgesamt sind es 25 Boss-Attacken. Ja, genau, abgezogen mit dem Rüstungsschutz, genau. Ja, also ihr könnt auf alle Fälle sehen, dass ihr durch die knorrige, dornenbesetzte Rüstung von ihm hindurchkommt und immer mal wieder Teile abschlagt, versucht noch sowas wie Ranken wieder nach den abgeschlagenen Dingen zu greifen und so nach und nach wird er ein bisschen kleiner, möchtet ihr meinen. Ich bekomme eine weitere Überredenprobe von einem von euch, um wieder den Angriff abzuspotten. Möchte jemand von euch? Wir sind noch nicht da. Bei kann ich auch überzeugen stattdessen? Nee, kann ich? Überreden. Na gut, dann mach ich. Etwas besser. Na gut, komm dann. Ich will aber nicht dein Pferd angreifen, sondern dich. Ja, ja, komm, greif mich an. Na bitte, Schlag ins Gesicht. Alles klar, dann schaue ich mal, ob ich parieren kann. Das soll mir gelingen. Das ist ein großer Gegner. Hast du ein Schild? Nur meinen persönlichen Guardianum-Schild. ich meine den richtigen Schild. Nein, ich bin eine ordentliche Codex Arcturicus-Treue. Möchtest du ausweichen? Also du kannst ihn gegenhalten. Wenn ich das hätte. Ach, Kampfmagier-Kind. Also ausweichen, ja, Mann, ausweichen oder bumm. Großer Gegner. Also er wird mich niederwerfen. Das ist ein Angriff zum Niederwerfen und tut weh. Na gut, dann weiche ich mal aus. Oder probier's mal. Wo ist denn das nochmal? Da. Ja, okay. Was hast du ausweichen? 17? Hast du ausweichen eigentlich 3? 16. Ich weiß nicht, warum der die plus 1 eingetragen hat. Weil du Ini über 20 hast, oder? Das rechnet er nicht automatisch, aber... Nee, aber mein Indie-Ding funktioniert warum, im Moment warum auch gar nicht hast wieder. Hast du ausweichen 2 gekauft oder 3? 2 habe ich. Was ist mit dir? Hallo? Ich bin Kampfmagierin. Gut, dann kannst du den tödlichen 3W6 plus 4 entgehen. Das wären nur 16 gewesen. Nächste Kampfrunde, die anderen kommen an. Ja, geben wir. Also, sind wir jetzt dran? Ja, ihr könnt allesamt vorziehen. Ich glaube, ihr könnt ihn jetzt auch kaputt hauen. So viele Lebenspunkte hat er nicht mehr. Geben wir dem Sauhund erstmal einen schönen Sturmangriff zu Pferde. Hier Lanze bin ich ja leider schon los. Da fliegen wir vorne nochmal Schaden reinhauen. Hau rein. Ja, was? Auf 6. Ja, ran oder angreifen, ne? Also mal schön Schaden würfeln. Ja, ich mach Rüstungsschutz ist tatsächlich ziemlich hoch, aber ich glaube, jetzt gemeinsam könnt ihr dann auch den Schaden von dem Boltax, der am Boden liegt, dann noch fern, aber der Rosenknecht wird zergehen. Griff gelingt auch. Hast die Hälfte von 12? 6, richtig? Ja. Die ersten beiden von mir sind verdoppelt. Weil war ja. Ich hätte 20 Brawlers im Angebot. Es ist kein Belgelel-Dämon, es ist ein was pervertierter Elementar. Ja, aber es geht zumindest durch eine Resistenz gegen Profane. Gott sei Dank. Ich glaube, der Elementar haben die. Nicht zwangsläufig. Die wären sogar immun. Elementare sind immun, aber das wird bei mir auf eine Resistenz dann abgestuft. Ja, aber ist halt sowieso egal, weil Primus sagt, ihr könnt mich mal. Ja, ich habt auf alle Fälle die Hexen vernichtet, konntet dann die Raben, die Krähen und auch die Heuschrecken, all das Ungetier dann vernichten. Auch die Hagelschläge haben nachgelassen und auch dann, wenn der Ausfall wieder gelingen kann, nachdem dann auch das Pandemonium verschwunden ist, könnt ihr die Oronia an den Mauern der Stadt Zorgan zerdrücken und dann nach und nach ohne hohe Verluste ausradieren. Blutgetränkte Erde und dann könnt ihr ja für die Milde den Kampf dann auch relativ schnell beenden.
könnt dann noch einige gefangen nehmen, vor allem dann noch ein paar Heerführer, die darunter sind, und da wird man dann natürlich von sowas wie Folter absehen, aber die Heerführer werden im Verlaufe dann verhört werden. Im Abend des 25. Ingerim habt ihr binnen kurzem, innerhalb von wenigen Stunden, habt ihr mehr als 2000 Männer und Frauen der Auronia besiegt und sie in die Erde gedrückt.